Ja, wir sind schon wieder hier und wir gehen uns hier gleich weiter auf Erkundungstour. Hören Sie, ich habe es Ihnen noch nicht gesagt. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Nein. Professor Dawkins, Sie muss heute mitkommen. Das ist mein Auftrag. Gott, sie ist doch noch ein Kind. Mein Assistent und ich, wir sind die einzige Familie, die sie hat. Sie hat doch keine Ahnung von dem, was draußen ist. Klar. Dawkins, ich verstehe, was Sie meinen. Okay? Im Ernst. Aber Auftrag ist Auftrag, hm? Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Gehen wir mal. Was? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody? Das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier. Wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Bin ich vielleicht ein Spielzeug? Irgend sowas wie ein Testobjekt? Hast du vielleicht schon mal überlegt, was ich will? Es ist schwierig, aber du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Du kannst der CIA sagen, die können mich mal, denn ich werde hier nirgendwo hingehen. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Geh und fick dich doch. Das war's, wir gehen sofort. Das hätte ich nicht gemacht. Johnny, stopp, und zwar sofort. Ich hole schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Das ist natürlich nicht schön. Thank you.
Das ist nicht einfach. Also wir müssen wirklich irgendwas Spezielles machen noch. So. Sorge. Du machst das sicher gut. Mann, du wirst mir hier so sehr... Prinzessin? Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lass dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Clayton Toskin ausspioniert. Dawkins über das Geschehene berichtet. Clayton bedroht.
Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bring uns einen super Wein mit. Bis später. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. Ja, doch, ich weiß, was damals passiert ist in der Bar. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ryan ist nicht so ein Kerl. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe 1 Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Okay, toll. Genau, den Abfall in die Küche. Das ist die Küche. Weißt du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Okay, Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Oh mein Gott. Okay, da. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Umziehen? Aiden's Dreckwagen. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch.
Ah, das wollte ich nicht. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Asiapfann. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizzalieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Tja, Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. Solange ich es beim Kochen nicht total verbocke. So. Umziehen. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Oh, ich Depp. Hab ich Zeit, noch unter die Dusche zu springen? Ich meinte natürlich nein. Was ziehe ich an? Machen wir's jetzt. Gewartet. Heiß. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Komm gleich. Oh, ganz toll, Aiden. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Aiden, komm schon, mach auf! Entschuldigung. Du willst Spielchen spielen? Das kann ich auch.
Alten, das geht zu weit. So weit, so gut. Na gut, das schaut ja ganz gut aus hier. Ingwer gilt ja als Aphrodisiakum. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber warum nicht? Ich kann echt jede Hilfe gebrauchen. Na gut, aber das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, rein. Ciao.